Willkommen zurück bei The Witcher 3 Wild Hunt und wir sind hier mit Ciri am Kahlenberg angelangt, nachdem wir in der letzten Folge Vesemir leider verloren haben, ist Ciri jetzt auf Rache. Die größte Schwäche seiner Eitelkeit ist. Eitelkeit? Er will jeden Feind beeindrucken. Der andere, Karantir, soll verschwiegen und pragmatisch sein. Nicht überraschend, immerhin war er Avalachs Schüler. Ja, und Ciri hat sich jetzt den Plan gesetzt, die wilde Jagd auszulöschen. Wir haben ja gesehen, dass Ciri ziemlich große Kräfte hat, diese versucht hat zu kontrollieren oder gelernt hat, versucht zu lernen, diese zu kontrollieren. Oh, was haben wir denn hier für welche? Aber sie wollen nur zum Fest. Es gehört sich nicht, sie zu verjagen. Wir sind nicht zum Feiern hier. Wir müssen auf den Berggipfel. Das Tor ist zu. Ihr könnt nicht hindurch. Aber da unten gibt's Feuer und jede Menge zu essen und trinken. Setzt euch dazu. Vielleicht kommen die Herrinnen ja dieses Jahr herunter und zeigen sich uns. Na, hoffentlich nicht. Danke für die Einladung. Wir setzen uns gerne etwas hin, nicht wahr? Sprich für dich selbst. Kommt mit mir. Bisschen netter. Liebe Cirilla. Dieses Fest, worum geht's da überhaupt? Wieso willst du das wissen, Wanderer? Kein Grund, sich aufzuregen. Der weiße Mann. Gott, nimm die Armbrust runter, Kerl. Nehmen sie runter. Nehmen sie lieber runter. Wir haben das ganze Jahr hindurch Geschenke gemacht und heute Nacht schenken sie uns ihren Segen. Ich habe eines eurer Geschenke an die Mumen getroffen. Wimmernd, zu Tode verängstigt und etwa 8 Jahre alt. Bleib ruhig. Ich habe genug gehört. Wir haben noch andere Fragen. Wir sollten gehen. Ihr wollt unbedingt zu den Herrinnen. Ich teile eure Sehnsucht. Wir brennen geradezu darauf. Komm, Geralt. Wir müssen vor Tagesanbruch dort sein. Geht zum Zelt und sprecht mit Thekla. Sie entscheidet, wer würdig ist, vor die Herrinnen zu treten. Was für Kreaturen die Welt und da oben sind doch immer noch die Neblinge. Das weiß niemand. Oh, was haben wir hier? Wir alle benutzen diesen Schleier. Es war ein harter Stirb. Die Eiche wird uns reich beschenken, ja? Letztes Jahr war uns nur vier. Meine Großmutter hat gesagt, sie wären vor Tagesanbruch vom Berg heruntergekommen. Wie haben sie ausgesehen? Wunderschön und schrecklich zugleich. Wie eine Armee in voller Montage. Denn er bereitet sich auf euch vor. Verscheucht ihn nicht mit starken Worten. Ach, das war's schon. Hä? Was war das denn für ein Viech? Na egal. So, Waffenschmied. Was denn? Was denn? Gucken wir mal, ob der vielleicht was herstellen kann. Ich möchte was anfertigen lassen. Kannst du dir das ansehen? Handwerkskunst ist zu niedrig. Oh, toll, ey. Das heißt, der wird uns auch die Rüstung nicht herstellen können. Großes Kino. Großes Kino. Gut, lohnt sich mal gar nicht. Können aber hier die Sachen verkaufen. Das wird uns schon noch ein bisschen Platz schaffen. Oh, 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 ich kann die Armbrust benutzen. Das ist schon mal sehr gut. Hat er noch irgendwas Interessantes hier? Nö, ne? Blei. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Okay, wir reparieren einmal. Und bis dann. Legen die Armbrust an. Zack. Und dann haben wir gleich die Reliktbolzen dazu. Damit wir hier gleich ordentlich anfangen können. So, und dann machen wir uns mal auf den Weg zu Thekla. Gnädige Herrin. Ja, ja.
Halt die Klappe. Guck mal, ein Kind. Oh. Hansi. Nein, ein Göttling. Ich kenne ihn. Er heißt Hansi. Das ist ja toll. Du bist zurück. Na, Großer? Du hast ein Mädchen gefunden. Ich bin Hansi. Wir hatten schon das Vergnügen, auch wenn es etwas einseitig war. Ich hab dich laufen sehen, mit dem Rücken zu mir, als ich gerade... Ist eine lange Geschichte. Nenn mich Ciri. Schön, dich kennenzulernen. Wie steht's, Hansi? Alles bestens. Keine Beschwerden. Was führt dich hierher? Wir wollen auf den Berg. Kannst du uns helfen? Ich würde euch eher davon abraten. Aber das wäre wohl vergeblich. Das Mädchen, ist sie genauso stur wie du? Sogar noch sturer. Hab ich mir schon gedacht. Der Weg zum Gipfel beginnt gleich hinter dem Tor da. Aber nur die alte Thekla hat den Schlüssel. Und da ihr den nicht kriegt, könnt ihr genauso gut umkehren. Das würde ich nicht sagen. Wir müssen zum Gipfel, ganz einfach. Dann müsst ihr Thekla überreden. Sie ist zwar blind wie ein Maulwurf, aber sie ist nicht dumm. Wir wollen sie nicht hereinlegen. Ihr findet sie in dem Zelt da drüben. Ich wünsche euch Glück und hoffe, wir sehen uns wieder. Irgendwann. Na dann. Der Mond geht auf, die Eule ruft. Oh Gott, Hansi, lieber nicht. Lieber nicht. So, hier haben wir noch einen Händler. Hallo, zeig mal, was du hast. Nicht. 160 Gold. Oh Mann, ey, das ist aber auch echt... Ja. Das ist ja richtig viel. Voll effektiv hier mit dem Kerl. Leb wohl. Leb wohl. Sie nahmen kalte Eisennägel, durchbohrten ihr Herz. Ja, keiner von euch ist so. Thekla. Na dann. Auf. Hm, wer ist da? Nun komm, komm näher, Mädchen. Ja, was ist das für eine? Schmale Taille, funkelnde Augen. Ein hübsches, lebhaftes Mädel. Hattest du schon mal einen Mann? Vergiss es, ich kenne die Antwort. Ich wähle dich, Mädchen. In dieser Nacht wirst du die Herrinnen sehen. Oh. Ciri? Wunderbar. Wer würde nicht die Herrinnen sehen wollen? Mein Begleiter kommt mit mir. Was hat die Katze denn da eingeschleppt? Er ist grauhaarig und aderig, voll mit Narben und hat Augen wie eine Viper. Ja, stinkt nach geronnenem Blut und nach Leichen und ist alt und unfruchtbar. Ich weise dich zurück, Sonderling. Das Mädchen geht allein. Du schätzt mich falsch ein. Ich bin würdig. Mädel? Er ist flinker als jeder Jüngere. Und er riecht nach Tod, weil er Monster jagt. Und er tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht ist doch noch Leben in ihm. Aber hallo. Laut dem alten Ritus kannst du mein Urteil anfechten. Aber dazu musst du eine Prüfung bestehen. Ich stelle mich der Prüfung. Komm. Na, da bin ich ja mal gespannt. Aber dafür, dass sie ganz schön blind ist, kennt ihr den Weg ziemlich gut. Ja, und nu? Du musst sie finden. Eine Münze aus alter Zeit. Falka prangt auf ihrer Rückseite. Daher wird sie Oren der Verächterin genannt. Easy. Und jetzt bring mir die Münze. MP, kein Problem. Alle hopp. Wo ist sie denn hingefallen? Es geht.
Alter, herrlich. Hm. Gibt's hier noch irgendwo was? Scheint nicht so. Bisschen trostlos hier unten. Nix da. Keine Schätze. Kein gar nichts. Oh, auf jeden Fall brauche ich ein bisschen mehr Luft. Got it. Jo, jetzt muss ich hochkommen, oder wie? Gute Frage. Nächste Frage. Hier macht er keinen Hüpfer. Nee, hier macht er nichts. Ist jetzt die Frage, wo ich jetzt hier, wie ich jetzt hier hochkomme. Hm. Oder muss ich vielleicht da oben einfach nur raustauchen? Ich glaube, ich muss da oben einfach nur raus, hä? Oder geht's da doch hinten lang? Nee, das ist kein Weg. Wir müssen hier wieder zurück. Komisch. Einfach so eine Höhle. Unter Wasser. Jo. Hier wieder raus. Und da hoch. Was war das? Hallo? Was war das? Ja, hallo? Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Ach, was ist los? Sie sind zurück. Was wollt ihr? Ja, hier ist deine Münze. Ich hab die Münze, die du in den See geworfen hast. Sie riecht vermodert. Da kann ich nichts machen. Also, hältst du Wort? Das tue ich immer, mein Junge. Zeig die Münze dem Torwächter. Er weiß, was das bedeutet. Okidoki. Marika macht dir das Tor auf. Geht jetzt. Na dann. Machen wir uns mal auf den Weg zum Berg. Du musstest ja nicht in dieser Höhle rumtauchen. Hör auf zu jammern. Du bist ein Hexer. Du hast schon in drüberen Gewässern getaucht. Ja, ich muss dir mal von dieser Zeugeljagd erzählen. Guckt mal da! Guckt mal da! Ich darf da hin und du nicht. Ciri, kommst du? Hä? Wo sind Ciri jetzt hin? Okay. Na dann. Auf geht's. Oh. Mein Freund. Fugas. Ach so, das ist der der Wächter wahrscheinlich. Ach, das ist Wie so ein hässliches. Wie heißt du, Mädchen? Und du? Dein Name spielt keine Rolle. Auf dem Gipfel verlierst du ihn und bekommst einen neuen. Du kannst gehen. Und du? Ich habe die Prüfung bestanden. Hier ist der Beweis. Erkennst du das? Der Orden der Verächterin. Ein Todesurteil. Hä? Okay. Hä? Ach komm, du bist doch keine Herausforderung. Du bist doch keine Herausforderung. Ja, der war jetzt nicht schwer. Ziemlich harter Kerl. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich suche Imlerit, du die Mumen. Avalach sagte, sie leben unter der Eiche, zwischen den Wurzeln. Auf keinen Fall. Ich suche Imlerit. Na gut, spielen wir drum. Schnick, Schnack, Schnuck. Verloren.
Ja, Gleichstand. Und? Verdammt! Wir spielen nochmal. Nix da. Auf gar keinen Fall. Ich steig auf den Gipfel. Du beschäftigst die Mumen. Kaum eine Herausforderung. Sie sind sehr gefährlich. Das würde ich mal nicht sagen. Sei vorsichtig. Das würde ich mal nicht sagen. So. Also dann, wollen wir mal. Ich muss da runter. Du musst da runter. Na dann. Was hier runter? Ach Mist. Ich muss wohl springen. Auch so geil. Die macht halt einfach mal einen Köpfer ins Nichts, ja. Ins Unbekannte. Das, was man Kindern immer erzählt, ja, nicht in unbekannte Gewässer reinspringen, da ist sie ganz groß dabei. Uff. Na gut. So, ziehen wir mal unsere Waffe. Man weiß ja nie. Oh, what the fuck? Das sind wohl Opfer. Wie war er? Er lebte ein Leben der Liebe und kannte keine Bitterkeit. Okay. Ja. Lecker. Menschensuppe. Okay. Na, guten Tag. Na, Mädels, wir hatten schon mal das Vergnügen. Oh oh. Willkommen, Kind vom älteren Blut. Wir wussten, du würdest zurückkehren. Dein Geschmack liegt noch auf unseren Zungen. Nee. Genug geschwätzt. Los geht's! Dein Leben gehört uns. Du kannst nicht. Ja, da aber. Alter, die hat aber Leben. Böses, böses Mädchen. Strafe. Sie muss bestraft werden. Oh oh. Sollen wir ein bisschen uns beeilen. Hier und jetzt. Oh Gott, was machen die denn für ein Damage? Oh oh. Es wäre gut, wenn du dich jetzt mal schnell regenerieren könntest, Mädel. Du stirbst heute Nacht. Halt die Klappe jetzt. Eins, zwei. Schnell weg. Schnell weg. Böses, böses Mädchen. Okay, die ist wahrscheinlich der Tank. Ach, diese blöden Raben. Böses, böses Mädchen. Dein Blut sind
Die erste ist gleich weg. Hoppala. Das glaube ich nicht. Oh. Oh, uncool. Bisschen zu. Nummer 1 erledigt. Das wirst du bereuen. Nö. Du wirst sterben. Hier und jetzt. Nix da, Ladies. Ja, wenn ihr nämlich alleine seid, habt ihr nicht, was ihr könnt. Nicht könnt ihr. Au. Du sterbst heute Nacht. Glaub ich nicht. Böses Mädchen. Hä? Wieso geht die mit? Wieso kann die mitgehen? Boah, Miststück! Scheiße, ey, die brauchen nur noch einen Schlag. Und schnick. Du stirbst heute Nacht. Gott. Jetzt müssen wir erstmal wegbleiben. Wegbleiben. Ja, scheiße, Mann. Blöde Kacker. Ja, nochmal. Auf jeden Fall erstmal mehr konzentrieren. Also, bemerke, dieses komische Amulett geht nicht mehr. Ich weiß nicht, ob die noch irgendwas anderes hat, vielleicht was sie nutzen kann, aber ich glaube nicht. Ich muss da runter. Ja, ich muss da runter. Hatten wir doch schon. Und alle hopp. Stoß zum Herzen des Baums vor. Jawohl, das machen wir. Da sind wieder die drei Hübschen. Kennen wir auch schon. Haben wir alles schon gesehen? Haben wir alles schon gesehen. Danke. Warum? Ist das sicher? Komische Tussi, ey. Wahnsinn. Du stirbst heute Nacht. Na. Das glaube ich. Zwei, drei. Aha. Hat er da wo vor, oder wie? Böses Mädchen. Und schnick und schnack und schnuck. Schnick und Schnack und also die Flüsterin geht schnell hier. Schneller als die Brauerin auf jeden Fall. Und Schnick und Schnack und Schnuck. Gehen wir mal auf die Flüsterin. Droppt auf jeden Fall. Oh fuck. Jetzt müssen wir wieder weg hier. Böses Mädchen. Eins, zwei. Schnell weg. Ja, wenn Ciri keinen Schaden bekommt, so viel dazu. Zack. Wow, no chance. Oh Mann, ey. Böses Mädchen.
Und da ist die erste weg. Hier und jetzt. Böses, böses. Und da ist die nächste auch gleich weg, denke ich mal. Hoffe ich doch. Flüsterin. Eins, zwei. Ach. Miststück. Oh, scheiße. Ey, das ist echt Wahnsinn. Die ganze Zeit. Böses, böses Mädchen. Böses Mädchen, ja, ja. Ich brauche mal ein bisschen Leben. Komm, Ciri. Mach mal bitte schneller. Mit deiner Regeneration. Schneller. 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 Scheiße. Ah! Dreck. Dreck. Okay, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen anstrengen. Müssen wir uns mal ein bisschen anstrengen. Vielleicht soll ich die auch in einer anderen Reihenfolge umhauen. Ich weiß es nicht. Die Brauerin haut halt richtig dicke zu. Das ist halt das Problem. Du kannst dir besser ausweichen. Vielleicht sollte ich auch einfach diese Fähigkeiten mehr nutzen. Jupp. Komm. Hatten wir schon. Alle hopp. Los jetzt. Konzentrieren. Vielleicht kann ich hier unten nochmal speichern. Ah, jetzt noch nicht. Jetzt. Okay, na dann. Dann muss ich mir dieses ganze Gequatsche nicht nochmal reinziehen. Bam. Willkommen hier, Wurstbär. Genug ist. Du wirst sterben. Hier und jetzt. Zwei, drei, Free Damage. Böses, böses Mädchen. No. Die ist halt träge, ne? Das ist der Vorteil an der, also die da wegzumachen. Eins, zwei und doch drei. Schon? Du stirbst heute Nacht. Ja, alte Klappe jetzt. Ja, dieses Giftzeug. Wahnsinn. Wie komme ich denn da weg von? Du wirst sterben. Hier und jetzt. Insta. Und eins und zwei und drei. Böses, böses Mädchen. Also immer Spezialfähigkeiten, ne? Macht die ganze Geschichte ein bisschen leichter. Eins, zwei. Vor allem, weil die immer kritisch trifft. Sehr übel, ey. Wahnsinn. Du wirst sterben. Hier und jetzt. Komm, nerv nicht rum, Mädel, ey. Das ist ja grausig. Oh! Weil die immer verschwinden können, die blöden Weiber. Unglaublich. Du stirbst heute Nacht. Haha. Die nächste gleich tot. Und böses, böses Mädchen. Weg!
Ja, alleine keine Chance, ne? Ah, wie sie immer ausweicht. Keine Chance. Jawoll! Mistviech! Endlich geschafft, ey. Alter Schwede. Oh Gott, seid ihr hässlich. Igitt. Die steht nochmal auf. Komm her. Oh nein, die hat das Amulett. Scheiße. Verdammt. Oh Mann, Mädel. So. Jetzt ist bestimmt auf dem Gipfel. Da haben wir jetzt die Mumien besiegt. Machen wir uns jetzt auf zu Immerit. Das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt dran, denn es geht langsam auf das Ende zu. Also, viel Spaß, bis zum nächsten Mal und tschüss.